Hallo meine Freunde und damit herzlich willkommen einmal wieder zurück zu einer weiteren Folge hier bei Diesel Brothers. So, wir haben jetzt mittlerweile unser Paket erhalten und können das Ganze nun auch dementsprechend ranschrauben. Wir sind ja dezent über der Zeit, würde ich sagen. Aber wir haben neue Musik im Hintergrund, das ist auch schon mal immerhin was Richtiges. So. Deswegen so. Aber damit wäre der Auftrag jetzt erfolgreich da. Wir können den abschließen. Er war jetzt natürlich noch eine Dreierkonstellation. Es ist nicht so toll, wie ich dachte, um ehrlich zu sein. Der Wagen sieht wie ein normales Auto aus. Naja, besser wie nichts, ne? So, für die Zeitverzögerung, das war jetzt natürlich scheiße, aber was willst du machen? So, Aufträge. Dafür haben wir 9 Minuten Zeit. Montiere große Reifen vorne links. Große Reifen vorne rechts, große Reifen hinten rechts. Sehr gut, dafür müsste ich erstmal in den Teilchen-Shop gehen und dort Reifen kaufen. Offroad, mir relativ egal, Hauptsache groß. So, 1, 2, 3, 4. Gucken, ob die auch da sind. Nee, 4 Reifen kommen auch erst in ein paar Stunden an. Okay, gut. Dann müssen wir darauf erstmal noch warten. Ne, Aufträge. Was haben wir denn hier? Lackieren, montiere Dachgepäckträger. Dauert 8 Minuten. Stealing, kurze Kabine, Standardladefläche. Habe ich da nicht irgendwie? Oder, ach, das habe ich schon wieder verkauft, ne? Okay. Teileshop kaufen. Gachgepäckträger, regulär, Standard kurz. Aber da wäre das Fahrzeug ja noch wichtig. Das ist ein. Was ist denn das? Austin Stealing. Okay. Kurz kaufen. Ja. Gut, da müssen wir halt. Es läuft halt immer mal wieder aufs Warten hinaus, leider Gottes. So, da, währenddessen können wir uns das aber hier schon mal wieder mehr oder weniger. Ja, sehr gut. Mehr oder weniger Arena machen. Währenddessen, das ist manchmal mit der Steuerung hier, ne, Empfindlichkeit der Y-Achse, ne, Mausempfindlichkeit. Einfach mal die Mausempfindlichkeit ein bisschen runternehmen. Also so ein bisschen. Dankeschön. So. Oh, wunderbar. Es beläuft sich manchmal sehr lange hier auf Sorten hinaus, was natürlich relativ ungeil ist, weil es gibt auch keine Möglichkeit, das irgendwie zu beschleunigen. Muss ich auch ganz ehrlich sagen, es gibt keine Möglichkeit, das zu beschleunigen. Man sieht es ja hier, wir haben Werkzeug anheben, aufdrehen, zudrehen, blockieren für Ersatzteile. Sprunglaufen, Hocken, Karte, Foto, Handbücher und das war's. Das ist so eine Sache, die ist nicht so ganz durchdacht in meinen Augen. Und das Gewerbe ist so relativ sinnbefreit, aber... Weil es gibt jetzt auch nicht wirklich Mehrwert daran. Sollte man vielleicht auch mal dazu sagen. Aber gut, können wir jetzt nur kurz warten. Weil das Problem ist, wenn ich jetzt auch den Auftrag schon annehme, die Zeit läuft ja trotzdem weiter. Ne? Also diese 10 Minuten da. Also ich meine, es ist jetzt keine Kunst, Reifen da anzunehmen, aber trotzdem. So... Können wir jetzt schon mal machen, weil Paket kommt eh gleich. So. Schaffen wir die Reifen schon mal hier hin. So, und das Paket müsste aber jetzt eigentlich bald mal kommen. Ah ja. Sehr gut, dann können wir das hier dran machen.
Brauchen wir keine 10 Minuten dafür. Es geht ja relativ schick, aber ich wusste jetzt halt nicht, ne? Wie lange die so ungefähr an sich selber rummehren. Komm her. Deswegen lieber so. Da kann man diesen Dachgepäckträger. Das sind auch ein paar Worte. So. Wunderschön. Konnte man den Auftrag abschließen. Hat uns ein bisschen Fans gebracht. Mehr aber auch nicht. Aber Aufträge. Annehmen. Aber das Paket kommt eh erst gleich. Dann brauchen wir hier wieder einen Schraubenschlüssel. So. Und mit gleich meine ich eigentlich jetzt, weil bis 15 Uhr müssen wir, na gut, bis 15 Uhr haben wir noch Zeit. Wir haben auch fast 1000 Fans, ich bin beeindruckt. So, mal gucken, wo es landet. Ich hoffe, hier, in der Area. Dankeschön. Wie so von Himmel fällt sie's. So. So, dann dran machen. Wunderschön. Abgeschlossen. Läuft. Ja. Wenn das immer so laufen würde, wäre das ja richtig, richtig top. So, montieren Dachträger. Stealing, Standardkabine, also regulär. Im Endeffekt. Regulär. Kaufen. Ja, bitte. Da dauert aber auch wieder 4 Stunden, bis es ankommt. Und jetzt haben wir ja keine Aufträge mehr. Ist natürlich auch nicht verkehrt. Was können wir denn hier marketingtechnisch mal? Wir könnten eine Kampagne fahren. Lass uns langsam ein kleines Budget beginnen. Konzentrieren uns darauf. Unsere wahre Freunde und Familie, den können uns dabei helfen. Preis 10.000. Fans benötigt 250. Geflüster. Okay. Dann gibt's Flyer. Aha. Benötigte Fans 1000. Ja, hätten wir jetzt theoretisch. Kostet 30.000. Hm. Na, Diesel, Titel Diesel, du kennst Diesel voraus, Budget. Geschätzte Resultate, Reichweite 6 bis 25. Gewonnene Fans 5 bis 20 Fans pro Tag. Ja. Also, Fly, ach, den kann ich eh nicht kaufen. Ich kann das kaufen. Plattform zur Produktion von Werbung. Okay. Und ist das mal gekauft, würde ich sagen, dieses schöne Geflüstere. Achso, und hier kann ich auch der Kampagne. Make Diesel great again. Ja. Ja, mit dem Budget da kann man halt, also für 1000 Dollar selber, für 10.000 Dollar sieht das schon durchaus besser aus. Ja. Aktiven Werbeanzeigen wechseln. Haben wir eh keine. Okay. Gut. Wir haben neue Aufträge. Wunderbar. 50 Minuten haben wir dafür Zeit. Montiere hintere Lenkbremse aus dem Shop. Hinterer Kotflügel aus dem Shop. Große Reifen vorne links, vorne rechts, hinten. Großes Reifen montiere Gepäckträger. Okay. Da brauchen wir im Endeffekt für den Auftrag erstmal wieder 4 große Reifen. Oh. 1, 2, 3, 4. Dann brauchen wir von Zahlen 7,7 regulär, würde ich sagen. Ja, regulär Standard. Dann hinterer Kotflügel und hintere linke Bremse. Okay, Kotflügel, Hubteile. Das ist es nicht. Kotflügel, Stoßstange hinten. Das ist ein Kotflügel in meinen Augen. Salem 77 hinten. Klassisch Heck.
hinten. Das ist da der Unterschied zwischen hinten und Heck? Stoßstange, Stoßstange, RMD-Design, Hutz HD-Design. Wir holen es einfach sicherheitshalber beides mal und hintere Bremse links. Bremse. So, Kontrast links, links, rechts, links, rechts. Ja, dann halt links. So. Wunderschön. Jetzt habe ich hier erstmal zwei Gepäckträger in der regulären Verfassung. Und die waren jetzt für den Auftrag hier, oder? Ja. So. Was hab ich meinen? Hab ich mich den Akkuschrauber hier irgendwo hingeschmissen? Anscheinend nicht. Gut, nehmen wir den nächsten. Haben ja genug. Haben ja genug, wir haben ja genug. So. Wunderschön. So, Auftrag erledigt. Den habe ich hier abgestellt, okay. So. Aufträge. Und dann lackiere Tür in grün und bringe sie an den Wagen an. Ja, so Standard, okay. Nehmen wir auch mal an. So, der Rest kommt ja eh klar und gleich. Oder ist das hier, ist das, ich glaube, der, mit den Kotflügeln meinte er den da, oder? Lackiere Haube in grün, hintere Tür, rechte Tür in grün. Ich glaube, die meinten mit Heck dann eher doch was anderes. Aber, ja stimmt, Kotflügel ist ja nicht gleich, ja. Gut, das hat man da schon mal im Fehlkauf, so kein Problem, kann man ja verkaufen. Oh, das ist aber Kotflügel rechts in meinen Augen. Nicht Kotflügel links. So, warte mal, ja. Rutsch mal hier mal noch. Gut, warte mal. Montiere rechter Kotflügel aus den Shop. Ne, Kotflügel war ja auch noch, aber wir haben auch irgendwas mit Heck, oder nicht? Hinten Reifen, hinten rechts. Montiere Gepäckträger, den habe ich ja auch schon geholt, regulär. Also Kotflügel rechts. Okay, Teile-Shop kaufen, Karosserie, Kotflügel für Salem 77, rechts, Standard. Bewaffnet hört sich auch sehr gut an, aber nein. So, gut. Jetzt müssen wir hier erstmal, also die Haube muss ich noch rausmachen. Also damit. Muss ich erstmal den ganzen Scheiß markieren. Es ist aber auch so irgend so ein Perleffekt hier drauf, ne? Also das ist jetzt auch nichts nichts standardgemäßes. Oder es ist Metallic oder ich weiß nicht was. Ist, ja, mal irgendwie dann ja, und erst gleich mal gucken. Das dauert sowieso wieder ewig und 9 Jahre, die ganze Scheiße hier zu lackieren. Ja. Ist immerhin sogar bis dahin geflogen, wo ich es hin haben wollte. Haben wir eindruckt. Ja. Ja. Dankeschön dafür. Kriegen wir das jetzt hier irgendwie mal so draufgelehnt. Dass es irgendwie hält, so halbwegs. Sehr schön. Wunderbar. So, ist auch alles ab hier. Wunderschön. Den Rest müssen wir später machen. Gut, aber meine Freunde, wir sind erstmal wieder fertig für den Part. Deswegen danke ich fürs Zuschauen. Wir sehen uns dann im nächsten wieder. Lasst einen Däumchen da, wenn es euch gefallen hat. Und bis dann, haut rein. Ne? Tschüss, Sikowski.